Der neue Atheismus ist hoffnungslos, weil wenn er wahr ist, hört alles mit dem Tod endgültig auf. Und das ist es. Die letzte Frage ist Theodizee. Die Frage verstehe ich sehr gut. Und in meinen Vorträgen heutzutage ist diese Frage nicht aufgetaucht, weil sie ist noch ein Beispiel für eine Frage, die einen weiteren Vortrag verlangt. Aber die Frage ist sehr berechtigt. Das ist die schwierigste Frage für mich. Die Frage der Theodizee. Wenn es einen Gott gibt, warum so viel Bosheit, warum so viel Leid in dieser Welt? Und viele meiner Kollegen, die Naturwissenschaftler sind, meinen, es gibt vielleicht Indizien in diesem All, dass es eine Intelligenz gibt. Aber die sagen, bitteschön, rede mich nicht an über einen persönlichen Gott, der uns liebt, weil es offensichtlich nicht der Fall ist. So, meine erste Reaktion zu dieser Einwortfrage Theodizee ist, ich weine mit. Ich bin oft in Auschwitz gewesen und habe dort geweint. Und in anderen Orten in dieser Welt, wo man Leid und Schmerz sieht. Und ich kann Menschen verstehen, die Gott aufgegeben haben wegen dieser Frage. Ein spanischer Autor hat einmal ein Bild geprägt von Leben, und damit komme ich zu Ende in ein paar Minuten. Leben wie ein Strom von Leuten, eine Volksmenge, die an einer Straße vorbei entlang gehen in Spanien. Die werden beobachtet von einer Gruppe von Leuten, die sitzen auf einem bequemen Balkon und trinken schöne Getränke, Martinis und was weiß ich. Und der Verfasser sagt, das Leben sieht anders aus von unten als von oben. Und wenn dieses Problem der Theodizee aufgestellt wird, gibt es zwei Aspekte. Erster Aspekt ist intellektuell, vom Balkon. Man beobachtet Schmerz und Leiden und stellt sich die Frage, wie, warum, wozu? Der andere Aspekt ist, wenn man unten ist und selbst leidet. Und dann sieht es sehr viel anders aus. Es gibt eine intellektuelle Frage. Es gibt eine seelsorgerliche Frage. Wenn ich diese Frage höre, und es hängt davon ab, was die Situation ist, ob es Balkon ist oder auf der Straße, meine Reaktion ist folgendermaßen. Okay, es gibt keinen Gott. Das löst das intellektuelle Problem vollkommen. Es gibt keinen Gott, so ist das Leben. Wie Dawkins sagt, einige schmerzen die meisten, einigen geht's gut. Es ist total beliebig, es gibt keinen Sinn, überhaupt nichts aus. Damit ist das Problem intellektuell gelöst. Ja, aber das Leiden bleibt. Das Leiden ist nicht gelöst, nur das Problem. Aber von einem anderen Standpunkt ist das Problem vielleicht schlimmer geworden. Weil jetzt, wir haben auf einer Ebene ein intellektuelles Problem gelöst, es gibt keinen Gott und daher Leiden, Schmerz, Genuss, was weiß ich, alles ist chaotisch und bedeutungslos. Aber das Leiden bleibt und wir haben keine Hoffnung mehr. Das heißt, diese intellektuelle Lösung kann zu weiteren Konsequenzen führen. Ich habe das Problem der Theodizee, weil ich immer noch an Gott glaube.
Weil für mich die Frage ist, zugegeben, dass es sehr viel Schmerz und Leid gibt. Gibt es Gründe, trotzdem immer noch an Gott zu glauben? Und hier kommt es sehr nah ans Herz. Gibt es Gründe? Und ich würde einfach Folgendes sagen. Ich habe gesagt, dass es ein Ereignis gibt, das zum Kern des Christentums gehört. Die Auferstehung Christi. Es gibt zwei Ereignisse, die zum Kern des Christentums gehören. Nicht nur eine. Und das erste ist die Kreuzigung Christi. Es ist schwer für manche Leute, ich weiß. Vor allem für die neuen Atheisten. Aber denken wir einen Augenblick noch. Stellen wir uns vor, dass die christliche Behauptung wahr ist, dass Christus der Sohn Gottes ist. Dann was tut Gott auf einem Kreuz? Das ist für mich eine Türöffner, eine Lücke, eine Möglichkeit, ein Fenster in eine Möglichkeit, weil wenn das der Fall ist, dann das bedeutet, dass Gott nicht ferngeblieben ist von dieses Problem der Theorie C, sondern selbst an das Problem des Leidens und Schmerzes teilgenommen hat. Aber nur, wenn es wahr ist. Dawkins hat zu mir gesagt in meiner Debatte vor ein paar Wochen, was für ein Gott ist es, der sich selbst foltert, um unsere Sünden zu vergeben. Ja, man kann es so auslegen, wenn man will. Aber die andere Möglichkeit ist völlig anders als seine Auslegung. Was, wenn dieses Universum ein moralisches Universum ist und ich bin schuldig geworden in meinem Leben? Was, wenn Gott eine Lösung dazu gefunden hat, die so tief eingeht, dass es braucht eine Kreuzigung und eine Auferstehung? Das geht viel weiter als meine Thematik heutzutage, meine Herren und Damen. Aber da irgendjemand die Frage der Theorie C gestellt hat, fühlte ich mich verpflichtet, wenigstens der Anfang eine Antwort zu geben. Vielen Dank für die Tatsache, dass Sie hier gewesen sind. Dankeschön.